Durstiges Wetter heute, auch für Bellinzonas Hüter Zotti. Während dem Ibe-Goli Wölfli schon vor dem Spiel einen kämpferischen Eindruck hinterließ. Und Wölfli war es, der den ersten guten Pass spielte auf David Degen. Und dessen Dribbling wurde erst vom hintersten Mann gestoppt, eben dem Bellinzona-Goli. Alberto Regazzoni vorbei an Siqueira Barras, der kam aber nochmals zurück. Zu spät, Foul, Elfmeter. Der Fall war klar. Sedou Doumbia nahm Anlauf und schoss sein 6. Meisterschaftstor. 1:0 für Ibe nach einer Viertelstunde. Eine Minute später, Regazzoni zu Degen. Wieder Regazzoni, Schneuli und dessen Schuss passte genau. 2:0. Das sah für Ibe wirklich aus wie ein Kinderspiel. Regazzoni, bei beiden Toren der Vorbereiter, wollte sich nun selbst in die Torschützenliste einreihen. Der Ibe-Sturm mit viel Zug. Bellinzona-Trainer Shelly Baum, heute auf die Tribüne verbannt, musste machtlos zuschauen und sah als nächstes Sutas Pass auf Schneuli. Und dieser schob seelenruhig ein zum 3:0. Die Bälle flogen den Tessinern wirklich nur so um die Ohren. Schneuli diesmal sachte, aber präzis, 29. Minute, 3:0. Und es spielte weiterhin nur eine Mannschaft, sogar Mittelverteidiger Dudar versuchte sich hier als. Zur Pause war schon alles klar, 3:0. Und der gewöhnliche Zuschauer Schellibaum gab die Direktiven zur Schadensbegrenzung für die zweite Halbzeit aus. Das Wetter, die Kulisse mit den 21.000 Zuschauern, der Spielstand, das alles war eine Freude für jeden, der im Ibe-Dress agieren durfte. Doumbia mit Glück und Können. Aus den Spielen würde in der Abschlusszone jetzt allerdings mehr verspielt sein. Schneuli. Doumbia. Und der verpasste hier das 4:0. Seine Chancenauswertung war, gelinde gesagt, nicht optimal. Dann endlich kam auch Bellinzona einmal in Tournähe, dank des unverwüstlichen Lustrinelli. Gaspar, die Szene noch nicht vorbei. Conti und Wölfli. Dann ein konsternierter Ibe-Goli. Was war geschehen? Einen Eckball der Tessiner hatte der Nationalgoli fallen lassen und er hoffte vergeblich darauf, dass die Rettungsaktion von Jappi noch rechtzeitig erfolgt sei. Schiedsrichter Wermelinger entschied in Absprache mit seinem Assistenten sofort auf Tor. Nur noch 3:1. Dann Ciarocchi, Michailovic. Schönes Päschen auf Ciarocchi, schöner Heber und Tor. Oh la la, nur noch 3:2. Und dies in der 82. Minute. Ein Treffer der Marke, langsamer Ball. Die Ibe-Reaktion mit Doumbias herrlichem Pass auf Degen und dessen matchentscheidendem 4:2. Die Young Boys gewannen doch noch klar, wenngleich nach einer unnötigen Zitterphase kurz vor Schluss.